Herr Präsident, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Ja, wir haben heute schon viel über die Bedeutung der Einbeziehung und Beteiligung der Menschen in die politischen Gestaltungsmöglichkeiten, die unser demokratisches System bietet, gesprochen. Sei es jetzt durch Absenkung des Wahlalters, durch ein Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger im kommunalen Bereich und vieles mehr. Die Einbeziehung und Beteiligung der Menschen in die politischen Prozesse immer wieder zu fördern, das ist wichtig, damit sie sich eben nicht abwenden und sagen, die reden sowieso in ihren Hinterzimmern und machen sowieso, was sie wollen. Genau darum, die Partizipation, die Beteiligung an den politischen Prozessen auf kommunaler Ebene zu stärken, geht es in unserem Gesetzentwurf. Konkret um die Festschreibung in der Gemeindeordnung, dass der Rat einer Stadt seine Sitzungen per Video- oder Audio-Streaming ins Internet übertragen darf, wenn er es denn möchte. Das hat und soll der Rat vor Ort entscheiden. Und auch wie er es macht, soll er vor Ort entscheiden. Und es geht nicht um die professionelle Darstellung, Frau Kollegin Steinmann, der Menschen, sondern das Ziel ist, möglichst vielen Menschen die Teilnahme an den Sitzungen zu ermöglichen. Denn auch wenn die Ratssitzungen in Kommunen ja in aller Regel öffentlich sind, ist es dennoch ein Unterschied, ob ich jeweils dorthin gehen muss oder aber von zu Hause aus zugucken kann, vielleicht auch zu einer anderen Zeit, nämlich abends. Die technischen Möglichkeiten, die sind durch das Internet gegeben und die sollten auch genutzt werden. Unser Gesetzentwurf ist vom März 2014, also schon etwas älter, denn wir hatten die Beratungen zurückgestellt, um das Thema auch in der Arbeitsgruppe zur Stärkung des kommunalen Ehrenamts zu behandeln und beraten zu können. Im Abschlussbericht der Ehrenamtskommission steht dazu auf Seite 27, ich zitiere: Transparenz über die Arbeit von Rat und Verwaltung ist ein wichtiges Anliegen. Live-Übertragungen von Sitzungen, Streaming, können dazu beitragen, die Transparenz zu erhöhen. Hierfür ist die Einwilligung aller Mitglieder der kommunalen Vertretung einzuholen. Die Arbeitsgruppe regt an, zu prüfen, ob die Rechtsgrundlagen für Livestreams aus kommunalen Gremien präzisiert werden sollten. Diese Prüfung ist bisher nicht erfolgt und auch in dem Gesetzentwurf von Rot-Grün mit dem Namen Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, was wir ja gleich noch behandeln, ist dazu nichts enthalten. Und deshalb haben wir unseren Entwurf hier heute zur Abstimmung gestellt. Und ich möchte kurz auf die Kritikpunkte, die auch eben genannt worden sind, eingehen. Der Klassiker, das gibt es doch schon, das brauchen wir nicht. Ja, das sogenannte Rats-TV gibt es tatsächlich in einigen Städten und Gemeinden. Und ich glaube auch, das ist mit dem Einfluss der Piraten zu verdanken. Nicht nur hier im Landtag gibt es seit dieser Legislatur wesentlich mehr Sitzungen, die im Internet übertragen werden. Auch seit den Kommunalwahlen gibt es durch die über 130 Mandatsträger der Piraten in den Räten viele Initiativen zum Streaming und viele wurden auch mehrheitlich angenommen. Und das ist gut und wichtig. Aber die Verhältnisse können sich ändern. Und wo heute noch die Fahne von Transparenz und Beteiligung hochgehalten wird, mag das nach der nächsten Wahl anders aussehen. Und deshalb geht es darum, das einmal Erreichte und für gut Befundene auch festzuschreiben, Herr Nettekofen. So etwas ist manchmal notwendig. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass gesagt wurde, diese Ermöglichungsform, die hier wir gewählt haben, so etwas schreibt man nicht in die Satzung, in die Gemeindeordnung rein, das wäre zu weich. Genau das Gleiche schreibt aber gleich die rot-grüne Mehrheitsfraktion in ihr Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Da heißt es auch in § 27a zum Beispiel, die Gemeinde kann zur Vertretung spezifischer Interessen und so weiter und so fort besondere Vertretung bilden. Das Nähere kann durch Satzung geregelt werden. Genauso darum geht es auch hier. Es geht um eine weiche Regelung, um eine Klarstellung, dass es möglich ist und das Nähere darf der Gemeinderat selber sich überlegen, wie er auch zum Datenschutz die entsprechenden Regeln trifft. Ich darf zusammenfassen. Der Bedarf ist da. Über Ratssitzungen in Essen wurde letztens berichtet, dass da pro Sitzung bis zu 2000 Besucher im Stream sind. Ich finde, das ist fantastisch. Aber auch wenn es nur, ja, muss man auch mal sagen. Aber auch wenn es nur wenige sind, es geht darum, die Möglichkeit zu schaffen, sich solche Sitzungen auch von zu Hause, unterwegs oder sonst wo angucken zu können. Es geht darum, die Basis für Beteiligungen zu vergrößern.
Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir die Möglichkeit, dass sowas vor Ort durch den Gemeinderat geregelt werden kann, festschreiben, nicht mehr und nicht weniger. Und dafür bitten wir um Ihre Zustimmung. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger.